großen Behinderungen haben, möchte ich schon schauen, dass wir zügig fahren. Nicht letzte Rille, aber zügig. Ja. Alles gut. Hallo all ihr wunderbaren Autoenthusiasten da draußen und willkommen zurück zu Kartopia TV. Willkommen zum Nürburgring. Es ist leider sehr schwierig, in den Touristenfahrten Videos vom Nürburgring zu bringen, da man ja eigentlich keine Videos machen sollte, wo es um die reine Rundenzeit um den Ring geht. Im Touristenverkehr ist das nicht erlaubt. Also habe ich überlegt, was könnte man ansonsten machen? Und da ist es mir gekommen. Warum nicht eine Challenge machen, wo der Speed egal ist? Also machen wir eine Überhol-Challenge. Jetzt geht's zu die Hölle natürlich. Ja, aber das ist ja auch das Ding bei dieser Challenge. Es geht ja nicht um Speed, es geht ja darum, wie viele Autos du überholst und überholen lässt. Ja. Also wenn du es schlau machst, lässt du ein paar langsamer vor, dann kannst du für die Challenge mehr überholen. Um genau zu sein, geht es bei dieser Challenge nicht um die Anzahl der Autos, die man überholt, sondern um den Wert der Autos, die man überholt oder die einen überholen. Wenn ein Auto überholt wird, kommt der Wert dieses Autos in eine Art Pool. Wenn ein Auto einen überholt, wird der Wert dieses Autos abgezogen. Es geht also darum, die Balance zu finden, vielleicht 15 langsame, aber nicht so wertvolle Autos zu überholen und somit die 2 oder 3 schnellen Autos, die einen überholen, auszugleichen. Also los geht's! Wir fahren wie immer mit unserem Cayman S Track Tool und bei der ersten Bremszone haben wir auch schon die ersten Autos vor uns. Die zwei Minis, die da vor uns sind, stehen uns ein wenig im Weg, weil sie können nicht ganz so schnell durch die Kurve fahren wie wir, aber auf der nächsten kleinen Gerade nach der T13 fahren sie rechts rüber und somit haben wir schon unsere ersten Werte auf dem Board. An dem Mini kommen wir an der Geraden vorbei, das Mini Coupé bleibt rechts und so können wir innen vorbeischlüpfen und so haben wir schon 40.000 Euro auf dem Konto. Später in diesem Streckenteil kommen wir auf ein weiteres langsames Auto zu, auf einen Golf GTI, welcher allerdings in diesem Kurvengeschlängel uns schlecht vorbeilassen kann. Bei dieser Gerade wäre vielleicht eine kleine Möglichkeit und wir wollten auch vorbei, aber der Golf zieht rüber und blockiert uns schon ein bisschen hier durch diese Kurve. Es ist wichtig, so schnell wie möglich an den anderen vorbeizukommen, natürlich wenn es sicher ist, da man so potenziell später in der Runde Autos auch noch überholen könnte. Wir kommen an dem schnellen Stück gerade so an dem Golf vorbei und wir hupen auch, weil er uns im Weg umgegangen ist und an einer recht gefährlichen Stelle vorbeigelassen hat. In die schnelle Rechtskurve und der Cayman vor uns ist nicht ganz so schnell durch die Kurve wie wir. Wir warten allerdings mit dem Vorbeifahren, bis er uns ein eindeutiges Signal gibt und fahren vorbei. Und so kommen plötzlich über 100.000 Euro in unseren Pool. Links über die Kuppe, übers Schwedenkreuz und dann anbremsen, einen Gang runter, rechts in Aremberg rein. Diese Runde ist ungefähr so 95%, was möglich ist, in dem Auto. Hinter uns ist immer noch der Golf, den wir überholt hatten. Er ist schnell, aber halt nicht so schnell wie wir. Für alle, die das Video gesehen haben, wie huckelig dieses Auto ist, das hier ist wohl der beste Beweis auf dem Weg runter zur Fokusröhre, denn ich habe versucht, die Kamera so still wie möglich zu halten, aber vor allem durch die Kompression ist es so ziemlich unmöglich. Beim Adenauer Forst, ein paar Kurven später, kommen wir an unser nächstes Duo, das wir bald überholen werden. Eigentlich ist der M4, der vor uns fährt, vom Auto her theoretisch schneller, aber Erfahrung bringt einfach so viel hier am Ring und obwohl er auf der Geraden schneller ist, lässt er uns extra vorbei und der M2, der vor ihm gefahren ist, der wahrscheinlich zu ihm gehört, lässt uns auch vorbei vor der schnellen Links, die wir eigentlich gar nicht so mögen, wir kriegen die Kurve immer nicht richtig hin, aber dadurch, dass der BMW uns vorbeigelassen hat, kommen wir gut durch. Etwas später auf der Runde nach Kahlenhardt auf dem Weg runter zur Wehrseifen überholen wir auch noch einen alten Audi TT, der vom Wert her leider nicht sehr hoch ist, aber ein Überholmanöver ist ein Überholmanöver. Durch die Miss It Miss mit so viel Speed wie der Grip der Reifen uns gibt und wir sehen vor uns, Halleluja, eine Riesengruppe an Autos, die wir überholen können. In Wehrseifen rein, außenrum um den Suzuki Swift Sport von der Ausleihe außenrum. In der Kurve schnappen wir uns dann auch noch den Lexus. Und vor uns ist ein Gegner, ein direkter Gegner tatsächlich, während wir an einem Ford Mustang GT vorbeifahren. Dieser Hyundai ist tatsächlich sehr schnell unterwegs. Durchgehend durch die Kurven ist er so schnell wie wir. Er hat auch ungefähr dieselbe Leistung wie wir. Und dieser Gegner könnte sehr schwer zu überholen sein tatsächlich, vor allem da er auch anscheinend sehr, sehr gut fahren kann. Auf dem Weg runter kurz vor dem Niki Lauda S lässt uns ein E92 M3 noch vorbei und somit sind wir und der Hyundai unleashed für den Weg durch Bergwerk und dann den langen Weg hoch Richtung Steilstrecke.
Und wir können tatsächlich dieses Auto nicht auf der Strecke überholen, im Gegensatz zu einem alten i36-3er BMW, den wir einfach auf der Geraden stehen lassen, weil wir mehr Leistung haben. Auf der Steilstrecke sehen wir eine Gelbphase. Eine Gelbphase ist immer nervig, aber deswegen ist diese Challenge auch so gut geeignet, denn eine Rundenzeit wäre ruiniert, aber unsere Challenge nicht. Wir fahren an dem Grund der Gelbphase rechts vorbei und kommen jetzt in den schönen kurvigen Teil der Strecke. Wegen der Gelbphase ist vor uns leider kein Auto. Auch der Hyundai ist ein Stück weggefahren. Deswegen haben wir jetzt diesen wunderschönen zu fahrenden Teil der Nordschleife nur für uns alleine. Ich lasse euch mal kurz alleine mit der Fahrt durch diesen schönen Teil des Nürburgrings. Das war doch eine echte Freude. Durch diesen kurvenreichen Teil kommt man nicht sehr oft durch ohne irgendeinen Verkehr. Während wir durch das Stefan Bellof S fahren, ändert sich das jedoch. Vor uns ist eine Riesengruppe von Autos. Rundenzeit würde es stören, uns aber nicht. Wir überholen zwei SUVs, ein Skoda, ein BMW, einen alten Renault 5, eine A-Klasse, die nicht besonders schnell fährt, und einen MGF. Diese Autos haben den Hyundai vor uns aufgehalten und gibt es vielleicht noch eine Chance, dass wir dieses Auto doch, das gleich schnell ist, noch überholen können. Wir rattern über den Curb und in den Schwalbenschwanz, einer der blödesten Kurven der ganzen Strecke, und wir hoppeln seltsam raus, die Traktionskontrolle greift ein und der Hyundai zieht weg. Keine Chance, dass wir dieses Auto noch vorm Galgenkopf kriegen. Auf der Geraden, auf der Dettinger Höhe überholen wir ihn zwar noch, aber an diesem Teil der Strecke macht man schon langsamer und deswegen zählen wir das nicht zu unserer Challenge dazu. Lustigerweise ist danach aufgefallen, dass das derselbe Hyundai war, hinter dem wir in der Schlange vorm Auffahren an die Nordschleife auch gestanden sind. Also im wahrsten Sinne hingen wir von Anfang bis zum Ende der Runde zusammen. Das war jedoch das Ende von dieser Runde und dieser Challenge. Tatsächlich ein schlechtes Beispiel, da niemand uns überholt hat, aber wir kommen mit einem großen Pott von 455.000 Euro zurück. Wenn ihr mehr geschafft habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button und ich sehe euch in dem nächsten Video. Ciao!